Ja, Leute, ich habe es kaum möglich gehalten. Nach Millionen von Jahren bin ich wieder da und man sieht meine hässliche Clownfratze. Ja, musste mal sein. Ich habe immer noch diese Probleme mit meiner Nase, weil viele fragen sich vielleicht, oder einige, warum reibe ich meine Nase, weil ich da eine Hautentzündung habe. Und es juckt mich wie die Sau an meiner Nase, das ist zum Kotzen. deswegen hole ich mir gleich ein Taschentuch. Oder ein Zewa eher. Ein Taschentuch habe ich hier, kann ich mir so rausreißen. Ich habe hier in der Nähe mein Zewa. Und immer wenn es mich juckt, halt, benutze ich halt mein Zewa. Ein Taschentuch wäre natürlich besser, aber egal. Also, wir haben jetzt was Cooles, deswegen mache ich ein Video nach 1000 Millionen von Jahren und danke auch den Leuten, die, so wie ich das gemacht habe, im Forum kritisiert oder ihre Accounts, Forum-Accounts vor allem verloren haben. Die haben sehr viel riskiert, denn glaubt mir, so ein Event kommt nur, wenn andere Kabam aufs Maul hauen. Und glaubt mir, ich werde Kabam nie mögen, weil ich einfach die ganzen Ideen, die sie umsetzen, schon kenne. Und der eine oder andere, der mich persönlich kennt, weiß, der Andi hat recht, denn der hat es vor Millionen von Jahren vorgeschlagen. Na, wie gesagt, wenn die uns das überlassen, wenn Marvel einen Vertrag mit mir gemacht hätte, ich habe da so mein Team und nun hätten wir das programmiert, sauber gemacht, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre dafür gebraucht, nicht einmal, weil KBM hat ja 1000 Jahre gebraucht, um das zu machen und wir hätten vielleicht das, was KBM in der Zeit gemacht hat, in den 10 Jahren, hätten wir in 2 Jahren gemacht. Na, egal. Kommen wir zu einem coolen Event und das nennt sich Caps Bevollmächtigung. Das ist ein richtig geiles Event, denn viele fragen sich, wie funktioniert das? Und ich mache es nur einmal so ein Video und sage euch ganz ehrlich, es ist nur möglich, da wirklich das zu genießen, wenn ihr reine Units habt oder wenn ihr viel Kristalle habt oder wenn ihr wirklich sagt, ich habe Gold. Und darauf kommt es an und das könnt ihr hier erarbeiten euch, indem ihr Allianz-Tickets habt. Es gibt da natürlich ein Limit. KBM hat gesagt im Meeting, dass sie das genau ausrechnen. Das bedeutet, wir haben 6500 pro Allianz-Ticket. Ihr könnt nur 1000 Tickets maximal ausgeben. Sollte jemand mehr haben, hat er halt Pech gehabt. Da muss halt KBM anfragen, ob die mir eine Ausnahme machen, wenn sie nicht machen. Ich glaube nicht, es sei denn, man investiert 1 Million Euro. Ich sage euch, mit KBM habe ich ein politisch zu viel Negatives und ich weiß die Philosophie und von daher versuche ich so wenig wie möglich negativ zu sein, weil KBM uns der Allianz geschadet hat. Tatsächlich geschadet, es gibt auch da Nachweise. Ich werde auch in demnächst ein Video darüber präsentieren, aber erstmal kommen wir hier zurück auf die geilen Futures wie Caps, Bevollmächtigung und viele andere Sachen. Okay Leute, passt auf. Allianz-Tickets, Eintausch funktioniert so. Ihr klickt da drauf und rechnet einfach pro Ticket 6500 Gold. 10 Stück sind 65.000 und 100 Stück sind 56.000, okay? Wir müssen das nicht so mit einem Plus machen, sondern wir machen einfach 222 oder irgendeine Zahl. Und dann sagt er hier, okay, da müssen wir gar nicht, ach was laber ich da wieder mal. 188 müssen wir eintragen. So, jetzt. Er macht es nicht automatisch so. Dann machen wir 188 rein, so viele Tickets haben wir im Besitz. Und zack, jetzt holen. Jetzt habe ich also 1,4 Mille Gold. Das kann man oben sehen. Seht ihr dann 1,4 Mille. Und dann gehen wir nach oben und dann sagen wir, okay, was brauche ich? Was kann ich mir leisten? Und was ganz wichtig ist, also super, super wichtig, dieses mit 7 Mille, diese 7, 7, 7, 7, 7, das ist totaler Witz, aber versteht mich nicht falsch, KBM macht ein Angebot, was sowas von extrem ist, dass selbst die Vorbilder einfach so viel nicht so auf einmal aufbringen können. Ihr könnt diese 7 Mille in 9 Tagen, wenn ihr suchtet, ihr könnt es nicht aufbringen. Also das ist einfach nicht machbar. Ich habe es mathematisch ausgerechnet, ich war in Mathematik immer sehr gut und es ist einfach nicht möglich, wenn ihr das machen könnt, dann nur mit Units. Es sei denn, ihr habt vorher viel Gold gespart und von denen, geschweige von den Leuten, die Gold aufbewahrt haben, von denen reden wir nicht, weil das sind Anomalien. Und Anomalien interessieren uns nicht. So, aber was kann ich trotzdem tun, um an Gold zu kommen?
Ihr könnt ja theoretisch was richtig Cooles machen. Das nennt sich ISO. Ihr könnt ISO verkaufen. Ihr müsst halt sehr viel ISO erstmal bekommen. Ist natürlich nicht so einfach, denn wenn ihr keine ISO habt, dann müsst ihr ISO sammeln. Jetzt gibt es aber einen kleinen Trick, habe ich von einem User erfahren. Das ist aber ein sehr blöder Trick, aber ich verrate euch das mal. Ihr habt hier unten die, was ist ein Trick, ist nichts Besonderes im Endeffekt, ihr habt hier unten diese Übergriffe. Ihr habt hier 5.000, 15.000, dann 15.000 plus 20.000 und 35.000, 35.000 plus 40.000 und 75.000 und 75.000 plus 80.000, dann sind wir bei 155.000. Und wenn ihr jetzt die Übergriffe rechnet, die Kristalle, die vier Sterne, da kriegt ihr ja genug ISO. Und wenn ihr davon jetzt die kauft, dann seid ihr bei 155.000, dann mal 120, immer 20, 21, 22, 23, 24, 25, jetzt habe ich im Grob vielleicht, das sind 26, aber ich rechne alles im Kopf, deswegen 25, ich habe es jetzt mal auf die Schnelle hochgerechnet, 25, wir können das mal genauer rechnen, wir gehen jetzt mal in den Rechner, und sagen wir denn unseren Taschenrechner, um das Leben zu vereinfachen, ne? Gehen wir einfach einen Rechner und dann rechnen wir einfach mal aus 155, ne, 1000 durch 6000 und dann haben wir die 25, ja, aber doch gut, 25. So, und 25 heißt, ihr bekommt ISO. Pro Kristall, also bekommt ihr so ungefähr an die 124.000, also Goldstücke oder 125.000. Und das ist pro Kristall. Wenn ihr genug ISO, also wenn ihr genug Duplikate bekommt, also nehmen wir an, ihr habt jetzt genug Champions oder alle Champions, das nehmen wir nun mal an. Oder ihr habt Glück und bekommt dann davon genug Kristalle. Dann und nur dann und nur dann, wirklich nur dann, müsst ihr mal 10 rechnen, 125.000 mal 10, habt ihr 1,25, ne? Und dann mal 20 habt ihr 2,5 und dann könnt ihr so um die 3 Mille, 125.000 mal 5, ja, dann könnt ihr über 3 Mille machen. Und wenn ihr jetzt diese 3 Mille rechnet, da habt ihr schon wieder ein paar Kristalle mehr, also schon wieder mehr Gold. Dann 3 Mille plus 1,4 sind ungefähr 4,4. Jetzt fehlt euch natürlich noch der Rest und ihr braucht mindestens nochmal 3 Mille. Mehr wie 3 Mille und die könnt ihr euch tatsächlich holen über Battlegrounds. Ne? Das heißt, ihr müsst Battlegrounds sammeln oder Rundpunkte, je nachdem. Aber ihr müsst Battlegrounds sammeln. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch nochmal Kristalle kaufen beim Shop. Ja, also ihr könnt euch insgesamt nochmal diese 5 Sterne Kristalle kaufen und dann habt ihr nochmal so um die 600k aufgerundet und dann habt ihr so um die 5 Mille und den Rest müsst ihr euch wirklich über Rundpunkt holen. Es gibt diese Woche also Allianzmission, da kriegt man ungefähr 3k, bei uns sind es 3k, 3,2, 3,3, ne, und dann von den Rundpunkten holt man sich einfach dann so, ne, und dann spart man das. Also ihr habt ja eine Woche Zeit, das ist im Endeffekt, was ihr machen könnt. Ich würde euch empfehlen, das zu tun. Ich selber mache das jetzt auch, weil merkt euch, ob ihr Vorbild seid oder Thronbrecher, an dem 3 von einem Rang 3 auf 4 zu bringen. Das ist immer seltener als auf 2, 3 oder 1, 2. Das ist am einfachsten. Ja. Lange Rede, kurz Sinn. Also da würde ich empfehlen, das so zu machen. Ansonsten, das lohnt sich. Die anderen Pakete, die lohnen sich nicht, die kann man auch so haben. Man könnte die natürlich auch so kaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Was haben wir dann sonst noch? So. Okay. Haben wir diese Übergriffe. Genau. Und da hat sich einiges geändert. Da gibt es richtig viel fette Belohnungen. Ihr könnt zum Beispiel hier sehen, da gibt es genau, Belohnungen hier, das hat, da gibt es die Meilensteinbelohnungen, da könnt ihr 100k, 200k, 300k und so weiter, 400k, 500k, 600, ne? Das kann man dann dementsprechend zocken. Wobei, da muss man auch sagen, viel ist das nicht, das haben die mit Absicht gemacht.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier könnt ihr halt nochmal abstauben. Aber jetzt kommt das Allerwichtigste, darum machen wir ja dieses Video. Ihr habt ja vielleicht schon mal was bemerkt, wenn ihr da draufklickt auf diese, na, ich weiß schon da. Ihr klickt immer falsch, also wieder falsch programmiert, wie typisch gebannt. Seht ihr, das ist ein Fehler, weil die zu dumm sind, um das zu programmieren. Das ist das Problem. Also, benutzen wir es nochmal. So, jetzt so. Also, ihr habt hier einmal diese Schlachtwellen Allianz, auswählende Entwicklung. Ja, dann habt ihr Einzel-Events. Und beim Einzel-Events gibt es dieses wunderbare Cap-Bevollmächtigung. Und das ist ein cooles Event, weil die da richtig was Cooles gemacht haben. Hier draufklickt, steht hier Gewinne auf einzelne Missionen, schließende Schlachtfelder einzunehmen, kaufe Caps Bevollmächtigung, bla bla. Genau, Einzelziele habe, besiege einen Gegner auf einer Ernstmission, kaufe eine Bevollmächtigung, bla bla bla. Erweckungspaket kaufen, es geht hier um kaufen. Ne? Aber man kann auch das alles hier von oben kaufen. Ne? Und ab da oben ist natürlich abschließen. Schlachtfelder oder einen Gegner besiegen. So, nur bei zwei Sachen könnt ihr machen und nur die zwei Sachen sind kostenlos. Was ihr aber dafür behaltet, das ist ganz klar, ihr erhaltet dafür, wenn ihr genug Punkte habt, erhaltet ihr dafür einmal eine Mille Geld, dann hier einen Sturm der Legenden Einzelselektor. Ne? Das bedeutet, dann könnt ihr richtig fett absahnen von Kristallen, ja, viel gibt es da auch nicht. Dann erhaltet ihr zusätzlich 900 Units und das Allerwichtigste ist, ihr erhaltet hier nochmal so richtig fett den Sturm der Legenden Einzelzielselektor. Und das ist deswegen so cool, weil die bewährt sind, die bekommen 6 Sterne Champions, also 6 Sterne, die bewährt sind und die Kavaliere sind, die bekommen einen 7 Sterne Kristall und die Tonbrecher sind, bekommen ein Civilvario 7 Sterne Champion. Also so richtig coole Sache, ne? Da hat der Kabam egal wie was richtig cooles gemacht und ihr habt 9 Tage Zeit. Und glaubt mir, die Punkte könnt ihr schneller erreichen, ne? Schneller als man denkt. Man denkt, ja, aber das ist doch wieder nicht umsonst. Aber ihr müsst ja sehen, schließe Schlachtfelder Einzelziel ab und besiege einen Gegner auf Allianzmission. Ne? Also das ist, wenn ihr bedenkt, ihr kämpft, ihr habt 10 Kämpfe und ihr habt 9 Tage und ihr kämpft, ihr habt 5 Tage Allianzmission und dann halt 10 Kämpfe führt ihr am Tag. 10 mal 5 mal 15 sind 150, 150 mal dementsprechend 5, dann habt ihr schon 750, das ist eine ganze Menge. Und da müsst ihr noch rechnen, diese Schlachtfelder, da könnt ihr auch, und das geht ohne Ende, also weil da habt ihr diese nochmal Punkte, könnt ihr gewinnen, 50, und habt ihr diese Einzelziele. Genau, da ist die Einzelziel-Event, ne? Schlachtfelder, das zeige ich euch. Ne? Also da Einzelziel-Event, ne? Wenn ihr immer eins abschließt, dann bekommt ihr halt immer halt Punkte. Klar, es ist halt im Endeffekt, muss man auch sich ein bisschen einkaufen, aber man bekommt trotzdem was schon. Naja, ist klar, einkaufen muss man so oder so, klar. Aber trotzdem besser als gar nichts. Also ich finde, das ist nicht schlecht. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen noch. Battlegrounds und schauen wir uns mal die Battlegrounds an. Da hat sich ja mittlerweile sehr viel geändert, muss man auch wirklich sagen. Da hat KBM eigentlich mal viele Luciferianer rausgehauen, viele Cheater wurden gekillt. Sauber KBM eigentlich mal macht ja was, aber trotzdem ist noch vieles nicht perfekt. Ne? Map Matching ist immer noch nicht perfekt und das ist zum Kotzen. Ne? Also es gibt immer noch Probleme mit Map Matching, von daher. Das ist halt immer so eine Sache. Und umso mehr man versucht, sich aufzupäppeln und mitzumachen, umso mehr merkt man, verdammt, warum hat der Arschloch 10, 7 Sterne Champions oder 20. Und da merkt man, scheiße, Pay to Win. Und das ist das Allerschlimmste, dass die Pay to Win Leute einfach sich einkaufen, haben die gleiche Wertung, nur Problem ist, die haben nicht die gleichen Champions. Und ich habe neulich gegen jemanden gekämpft, der 50 7-Sterne-Champions hatte und das war ein rein Pay-to-Winner. Und ich so, ja super, was soll ich gegen das Arschloch machen? Der macht mich ja sowieso fertig, der Wichser. Ne? Und deswegen ist das so eine Sache. Ja.
Ist ärgerlich, ne? Weil man möchte ja halt auch irgendwo, dass das gerechtfertigt ist, aber ja, ne? Kann man nicht vergleichen. Das ist wieder halt wieder unfair. Mad-Matching, ja, aber was mit denen, die sich pay to win, und das ist halt eben scheiße. Pay to winner sind halt schlimm, weil die kaufen sich ein und die, die sich einkaufen, sind zwar gute Spieler, aber einkaufen ist halt eben keine Kunst. Ne? Wenn du alles auf Rang 5 hast und Rang 4, was will ich da als Spieler überhaupt noch machen? Ne? Und daher, sehr schade, aber ist so. Dann schauen wir mal, wie wir das abstimmen. Und das ist auch ein bisschen Glück, ne? Das ist auch rein Glück, weil entweder kriegst du gute Champions oder nicht. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel hier Emma Frost. Interessiert mich nicht, ich nehme Penny Parker. Penny Parker ist sehr gut, der nimmt Hulkling. Dann nehme ich natürlich den Gambit. Der Gambit ist sehr gut. Ja. Ich bin ein Durchschnittszocker, aber mir wird es überspannt. Ein Durchschnittszocker wird es bei mir spannend. Verdammt. So, los geht's. Ja, nicht einfach. Sollen wir hier richtig schön punkten? Ja, das habe ich mir schon gleich gedacht, dass das passiert. So einfach. Aber ich bin auf seinen Rückstoß angewiesen. Ne? Ist gar nicht so einfach hier. Naja, ist ein bisschen, was ihr seht, auch ist so bei mir im Game genauso. Dieses Krucklern, das werden die nicht ändern. Ja, jetzt habe ich Pech gehabt. Aber egal, gegen die habe ich keine Chance. Ja, die ist sau stark, die Emma Frost hier, den ich habe. Könnte auch ausweichen, ja, aber gelingt mir nicht immer wieder und deswegen mache ich das eigentlich sehr selten. Kumpel von mir sagt ja, bei dir, Andi, ist die Steuerung so miserabel. Verzeih mir, dass ich da mit deinem Handy immer, wenn ich mit ihm zocke, es gerne an die Wand schmeißen würde. Ich so, ja, was soll ich da machen? Ne? Ich habe verloren, aber das ist nicht so wild. Und wenn der es an die Wand schmeißen immer will und der hat einen Apple, und der will es an die Wand schmeißen, dann bedeutet das die Steuerung miserabel, weil die das nicht optimiert haben, ungefähr. Ja. Ja, ich nehme immer so fiese Verteidiger, weil ich will, dass er seine besten Champions nimmt. Ja. Aber es gelingt mir nicht immer, was ich will. Ja. Aber gegen den werde ich nicht gewinnen, weil ich habe da Pech gehabt. Das hat auch mit Glück zu tun, wie du die Champions bekommst, und da habe ich einfach Pech gehabt. Vor allem, wenn die dann sowas haben wie so, jetzt mache ich mal. Ja, jetzt muss ich aufpassen, ne? Ja, das ist nicht so einfach, wie man denkt, gegen das Ding. Die Leute denken immer, ja, das ist einfach so auszuweichen. Nee, ist es nicht, weil wenn das so einfach wäre, dann wird es ja jeder einfach machen. Aber so einfach ist das nicht. Deswegen hasse ich das. Ja,
Und ich bin nur ein Hobbygamer. Und von mir als Hobbygamer kann man es recht nicht verlangen, dass ich gut spiele. Das wäre ja eine Schandtat. Ja? Also eine Schandtat ist das, von einem Hobbygamer zu verlangen, dass er wie ein Elite-Spieler spielt. Also ich bitte euch. Das ist genauso wie ein Schwerweltmeister gegen einen Anfänger kämpfen soll. Da wird sich weigern und sagen, Alter, was sind die scheiße Hurensöhne? Kabam. Ja, und Kabam sind Hurensöhne. Ich weiß, ich wollte es nicht sagen, weil die meine Allianz dadurch angegriffen haben, aber ich kann nicht anders. Sorry, Leute, alle, die meine Allianz sind. Ich nehme es, ich muss die verleiten! Ja, ich muss den Werwolf in mir rauslassen! Ich liebe das so sehr. Ich liebe das so sehr. Ich kann nicht anders. Kebab, es tut mir so leid. Ich will euch auch nur töten. Arschlöcher müssen vernichtet werden. Die Leute wüssten, was ich weiß über Kribbeln. Eine Güte. Ja, ich glaube, nein, dann würden sie trotzdem nicht so sein, aber egal. Ah, das ist scheiße hier. Gegen den habe ich keine Chance. Er ist gut. Ich hasse sowas. Ich mache immer den Fehler, dass ich hier versage. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin einfach zu schlecht. Ja, das bin ich erledigt. Ich sag's euch, ich bin tot. Ich schwöre euch. Ja, jetzt hat er diese scheiß Powerstich-Wichser. Ihr dürft da nicht angreifen. Sag euch. Dürft da nicht angreifen. Kein einziges fucking Mal. Soll ich da gewinnen? Wichser. Ja, ich wusste es, du kleiner Wichser. Keine Chance gegen dich. Ja, ich weiß, ich weiß. Scheiß drauf. Komm! Ja, ich hab's gewusst. Ich wusste es. Ich fuck ab. Ich hab verloren. Es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder. Und das sind diese Fehler, weil der Abstand, die Timings sind hier. Und bei Battlegrounds sind die Timings komplett anders. Da sind die Timings 10-mal schwieriger als bei normalen Allianzmissionen. Normale Allianzmission. Da war da 120 Karten, habe ich rauf weggehauen. Und ich hatte nichts, nicht mal ein einziges Mal getroffen. Aber hier hat Kabam, Jax von Kabam und der Mike im neulich Meeting gesagt, ja, aber wir haben mit Absicht das anders gemacht, weil da wird der Spieler mit Einfluss reingenannt. Die KI ist ein bisschen ungeändert. Da geht die KI zur Hälfte und die Hälfte vom Spielerfähigkeit rein. Und ja, keine Chance. Na, jetzt kann ich also nur noch die Zeit retten. Und Dr. Doom ist sowieso ein Arschloch, weil Dr. Doom hat Tapferkeit. Und da kriegt dann zusätzlich Tapferkeiten. Und das hat mich gerade Dr. Doom. Im Endeffekt, ich habe jetzt nicht so, ah cool, habe die Ehre. Das gefällt mir. Also, wenn wir fair gute Spieler sind, dann mache ich auch so, habe die Ehre, wenn ich gewinne. Und wenn ich auch verliere, mache ich auch, habe die Ehre, wenn das ein fair. Aber wenn gecheatet wird, mache ich das nicht. Weil einer hat dann, aber die Cheater haben sie fast alle ausgehebelt. Außer die Hacker und die Cracker, da trauen sie sich nicht ran. Das weiß ich vom Insider. Da sagt er, wenn die den wegmachen, dann werden die gefickt. Da kommt kein Batman an die Hacker nicht ran, weil die Hacker, die hat einer, ein Rabbit Black Hat damals gesprochen auf, ich war früher auf so einer Konferenz und der hat das gezeigt und der hat Glück gehabt, dass die Firma nicht gegen ihn vorgegangen ist, weil der hatte was vorgeführt und die Firma wusste nichts davon. Und eigentlich in dem Zeitfenster sollten die sich normal verhalten. Das war so geil. Ich weiß nicht, das war so eine geile Schung. Ich sage mal, ich weiß nicht, in München oder war das in Thüringen, keine Ahnung, ich sag's offen, das war so geil. Ich schwöre euch, das war die geilste Schung ever. Das ist Wahnsinn, das muss ich noch loswerden. Ey. Der Typ, der hat live gehackt, eine Firma, der hat die komplette Seite down gelegt, der hat die ganzen Apps von denen down gelegt, die konnten nichts machen. Es war so geil und dann hat er halt Anschluss gekriegt, weil er hat das Zeitfenster nicht gesagt. Dann konnte es aber nicht. Er hat gesagt, ich kann das nicht. Wenn ich sage, und dann geht der Black Hat, Black Rabbit nennt sich das, Black Rabbit meine ich, dann ist es nicht Black Rabbit. Black Rabbit, das geht nicht. White Rabbits kannst du vergessen. White Rabbits, die sind zwar gut, aber das sind alles keine Sifs.
Du kannst nur mit einem Sith richtig das vorführen. Und der war so zur Hälfte Sith, zur Hälfte Jedi. Und dann haben die alles, dachten sie, Fans verloren, aber er hat so gemacht, dass sie nicht alles verlieren. Und das kannst du einstellen. Stell dir vor, wenn ich diese Fähigkeiten hätte, boah, Alter, ich würde Kabam alle vernichten, weil die Arschlöcher sind. Leute, die gut sind, würde ich in Ruhe lassen, aber, ne? Aber dann würden die nie sowas mehr machen. Die würden nie Arschlöcher mehr werden. Das wäre auch langweilig, ne? Ja, auf jeden Fall. Hat Kabam gegen einige Allianzen, die gegen diese Politik waren, vorgegangen und eine von den Tausenden, eine, das war meine auch, und ich habe Zeugen, die bezeugen können, dass das auch so war. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich lasse es auf mich beruhen und gut ist, weil, Alter, wenn du beim Anwalt bist und beim Anwalt, und der Anwalt sagt, nee, lohnt sich nicht. Das sind Milliardenunternehmen, mein Freund. Das ist ein Milliardenkonzern. Milliardenkonzern. Ja? Da bist du tote Hose. Es ist egal, wie gut du deine Rechtsschutzversicherung hast. Die machen dich knallhart fertig, weil die Luziferner sind. Ja? So ein Unternehmen wie Kabam, das ist nicht so auf Service aus. Die haben die Cheater längst früher aufhalten können. Die hätten das vor Millionen von Jahren machen können, aber durch den Luzifernismus haben sie es nicht gemacht. Das sind so Hurensöhne. Wenn man die erlebt hat, die Leute, wenn man die erlebt hat, dann weiß man, wie die sind. Das sind so falsche Schlangen. Die tun sich von außen immer, aber von innen sind die ganz grausam. Weil wenn die nicht so sind, dann hätten längst diese Fehler längst behoben. Ein gutes Unternehmen wie Gameloft zum Beispiel, ne? Ein gutes Unternehmen schaut, dass es Fehler sofort schließt, patcht sofort und patcht 1-2 Wochen oder mindestens 1-2 Monaten. Da sagt es vorher an, aber das ist es nicht. Und das war Team Fields, damals der CEO-Chef, der hat das ja aus Versehen gesagt im Meeting. Der hat das gesagt, ey, das sind Hurensöhne. Und der wurde ja nie, der hat Kabam nie freiwillig verlassen, der wurde rausgeworfen. Es gab ja, das Spiel hat ja einige Millionen eingebracht, Millionen. Aber die Luziferianer, die das Spiel finanziert hatten, das war ja Finanzierer, die waren nicht zufrieden. Die sind so geil, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, Handy ist nah. So ungefähr, total gestört vom Gefühl, ne? Und solche Leute kennengelernt, getroffen, das ist fürchterlich. Und die haben dann den rausgeworfen und dann haben sie neue CEO-Chefs gesucht. Und die CEOs, die sie bis jetzt hatten, die waren alles Vollpfosten, weil die einfach nicht den Scheiß machen wollten. Ja? Und die konnten sich auch nicht wehren. Und der andere, der Chinese, Ching Chang Chong, ne? Meine chinesischen Freunde, die lieben das nicht, solche geilen rassistischen Witze macht. Ne? Dann sagen die zu mir, du Judenschwein, du, ja, gib's mir, du geile Sau. Ah, ich liebe das. Ne? Und dann haben sie einen Ching Chang Chong genommen. Und der Ching Chang Chong, der ist ein bisschen anders. Der ist zwar auch ein Arschloch, ein richtiges Arschloch, aber dann irgendwann mal jetzt begriffen, wenn er weiter so ein Motherfucker ist, dann werden die Leute das Spiel boykottieren. Und es war schon fast so nah dran, dass Haufen Leute, die Posts gemacht haben, über 30.000 Forum, also waren richtige Mods, die haben gegen Kabam rebelliert. Und darum hat sich jetzt was geändert. Deswegen langsam merkt man, dass Kabam sich jetzt zum Positiven rauf ändert. Auch hier mit Matchmatching kommt man sogar auf Vibranium, muss man nicht gut sein. Weil am Anfang musstest du Elite-Gamer sein. Und glaub mir, viele Elite-Gamer gibt es nicht. Ne? Mag sein, du hast die Gabe Elite-Gamer, alles gut, freu dich. Und kauf dir ein Lolli und steck ihn dir in den Hintern oder in den Po nochmal und nochmal in deinen Mund. Ne? Weil ich war auch Weltmeister bei Asphalt, da war ich gut, da habe ich Autorennen damals gespielt, Asphalt, Need for Speed, Asphalt und Need for Speed, genau, Asphalt und Need for Speed. Ich war auf Platz 1, ich habe Screenshots auch noch aufbewahrt. Einen habe ich mal, glaube ich, gezeigt, den Leuten in meiner Allianz, einmal würde ich hier einen veröffentlichen. Und es war Weltlangrisstand, das war ein Weltbester Spieler. Aber ich habe mir nie ein Lolli drauf gekauft. Ich habe die Leute geärgert, die unter mir waren. Du Motherfucker, ich höre euch alle. Ich werde euch vernichten. Ich hasse das. Ja, sie sind Leute, die Macht haben und einfach nicht bescheiden sind. Und da habe ich die ganzen Leute geärgert. Die ganzen Leute.
die alle vernichten. Ich hasse diese Menschheit, diese Leute, die einfach nur Luzer verdienen und nicht wie ich, Jahwe, Hashem. Ich liebe Hashem. Und wenn man macht Cola, dann ist es wichtig zu teilen. Ne? Und wenn ich zum Beispiel oben bei einer Allianz, Ranglistung, Leute waren bei meiner Allianz, habe ich den Leuten so viel gegeben und die mussten mir nichts zurückgeben, weil dein Glaube erlaubt es nicht. Ne? Als Jude gibst du, weil du hast von Hashem bekommen, umsonst. Also gibst du auch umsonst und du gibst es und du verlangst nicht zurück, weil du hoffst, dass der andere halt das weitergibt. Wenn nicht, dann ist das halt eben so. Ja, aber auf jeden Fall richtig geil, Alter. Die ganzen Spieler halt geschrieben und verarscht und geärgert und die waren sowas von angepisst und können nichts machen. Deswegen haben ja die Leute, die damals einen guten Verkäufern, als ich dann Durchschnittsverkäufer war und dann gehörte ich zu den dann irgendwann zu den besseren Verkäufern, haben die mich dafür gehasst, dass ich gegen die gekämpft habe. Was ist das für eine Logik? Das ist so, als würdest du oben sein bei den besten Kampfsportlern und gegen deine Leute kämpfen. Na, ich gesagt, ja, das ist die meine Logik, weil ich immer für die Schwachen werbe. Wobei die Schwachen leider, viele Schwache, sich gegenseitig zerfleischen, aufessen und gar nicht zusammenhalten, so wie die da oben Leute. Aber man muss es tun, mein Gott! Ich liebe es. Oh, das macht mich so geil. Oh, alles klar, was passiert ist? Alles klar? Hey, wir haben gewonnen, für nichts tun! Das ist ich. Der Typ, der ist kein schlechter Spieler. Im Gegenteil. Der Typ ist guter Spieler. Weißt du warum? Weil ein guter Spieler weiß auch, das ist, verstehen die Leute falsch, ein guter Spieler weiß auch, wann man zu verlieren hat. Und wo es keinen Sinn macht. Die schlechten Spieler sind die, die sagen, auf Biegen und Brechen, Satan, mein Schatz. Das sind die schlechten Spieler. Ein guter Spieler sagt sich, okay, das ist mir zu blöd. Du bist besser wie ich. Ja, wie im Kampfsport. Ja, der eine schlägt dich oft auf die Matte und dann bist du guter Kampfsportler, sagst du, okay, du hast gegen mich jetzt 3x, 10x gewonnen. Hier, ich gebe freiwillig auf und trainiere weiter und wir treffen uns im nächsten Jahr. Und dann versuche ich es nochmal. Ne? Das sind die Guten. Das wollen die Luziferianer natürlich verändern. Ne? Aber ja, das ist ein gutes Spiel. Respekt, ne? Wenn man das, was die einführen sollten zum Beispiel. Ne? Wenn es ein guter Kampf war, dass man so machen darf. Wenn ein guter Verlierer ist, dann könnte man so einen Daumen hoch geben. Ne? Aber das machen die Schweine nicht. Yes. Geil. Ich habe mich immer mit den Lehrern angelegt und den Direktoren. Das habe ich so geliebt. Ich liebe das, mit den Mächtigsten anzulegen. Ne? Putin habe ich zwar was geschrieben, aber ich glaube, der hat nie geantwortet. Ne? Ich habe ja auch deswegen eine Schule, wo ich noch in der Schule musste ich trainieren und so. Und dann habe ich ein bisschen so kämpfen gelernt und so, aber nicht viel. Aber Gott sei Dank auch nicht, weil ich nicht wirklich dann gelernt hatte zu kämpfen. Also schon damals Bruce Lee anzuwenden, dann hätte ich alle umgebracht, alle Älteren. Weil ich habe mich immer mit den Älteren angelegt. Es hat so einen Spaß gemacht einfach. Ne? Wenn sie dir irgendwas weggenommen haben, dann ja, Pausenbrot und so, dann wehren sich die kleinen Kinder nicht. Ne? Und ich klein war, mich gewehrt. Ich gesagt, nee, du kriegst mein Pausenbrot nicht. Bumm, gab's aufs Maul. Und ich so, gib mir mein Pausenbrot, du Arschloch. Das war ein Neunklässler und ich war in der ersten Klasse. Natürlich habe ich ihn in die Eier gehauen, was man tut, wenn man klein ist und der groß. Aber das hat nichts ihm ausgemacht. Egal mit welcher Kraft. Der war 2 Meter, der Typ. Und ich war keine 2 Meter. Und richtig, deine Eier waren kräftig, das muss man sagen. Ja, nicht nur niedergegangen, hat er mich dann so gedrückt, ne? Auf deinen Kopf, so gehauen auf die Wiese. Weil er wollte ja nicht erwischt werden. So dumm war der nicht, der Neunklässler. Und dann hat er, kaum Luft bekommen, hat er gesagt, willst du immer noch mit mir kämpfen? Und ich so, Hurensohn-Kind, verrecke! Und dann hat er ein Messer genommen, wollte mich erstechen und ja, oft das sowas gab. Und dann habe ich gesagt, na und? Dann töte mich doch!
ich werde trotzdem ewig sein. Und dann kam ein Kumpel, kam dann schnell und hat gesagt, Alter, lass das, der Typ ist krank, kämpfe mit mir wie bei Ritter der Kokosnuss, ihm ist das scheißegal. Gerechtigkeit kannst du nicht bekämpfen. Irgendwann Gerechtigkeit. Ja, das war geil. Der hat mich am nächsten Tag nicht mehr geschlagen. Er hat gesagt, du bist in Ordnung, du bist in Ordnung. Aber leider war es der eine nur. Und dann kam halt ein anderer. Und der kam. Und nicht jeder war so. Der andere hat mich dann so oft verprügelt, bis ich ihm ein Brot gegeben habe. Aber ich habe nie Brot gegeben. Also wurde ich fast jeden Tag verprügelt. In der ersten Klasse. geil. Aber ich mag das einfach. Ich mag es, dich nicht biegen zu lassen. Mann, dann bist du ein Jedi. Ein purer Jedi. Dann dienst du den Guten. Sobald du dich biegen lassen tust, bist du ein Arschloch. Ja, ein Motherfucker. Lass dich nie biegen lassen. Selbst im Militär nicht. Man muss einen starken Willen haben. Ja, ja, Waterboarding habe ich erlebt. Keine Sorge. Ich habe alle schlimme Sachen erlebt. So, jetzt haben wir natürlich den hier. Da müssen wir Trick 17 anwenden, ne? Da muss ich mich zum ersten Mal wirklich konzentrieren, weil der ist gar nicht so einfach. Das verstehen viele nicht, warum der so stark ist. Und der ist wirklich sehr mächtig. Was könnt ihr mir glauben? So. So, ihr müsst ausweichen, ne? Und dann wieder zurück. Ne? Und zack. Ne? Und zack. Und wir haben nicht viel Zeit, um das zu tun, was ich vorhabe. Gar nicht so einfach, weil wir müssen ihn jetzt auf Rot bringen. Ah! Und das dachte ich mir gleich, einen Fehler gemacht. Ein Fehler. Und du bist weg. Aber jetzt muss ich meinen Trick anwenden. Und hoffentlich, dass es klappt. Und ja, es hat geklappt, aber ich habe verloren. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Fehler nicht gemacht. Hätte ich gewonnen. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich war vom Timing her habe ich zu schnell gemacht. Und ihr müsst, wenn er so macht, so wumm, dann wenn er das macht und so nach unten und dann in dem Moment, dann erst ausweichen klicken. Ja, vorher hat es geklappt beim ersten Mal, beim zweiten Mal habe ich einen Fehler gemacht. Ne, wenn ich Fehler mache, dann gebe ich das zu. Aber wenn Kavell cheatet, dann kann man nichts zugeben, weil ich kann es sehen, wenn die cheaten. Ja, ich habe es gelernt, diese Sprache. Und dieses in Unity Engine und so. Ich weiß, wie das funktioniert. Deswegen weiß ich, wie die KI sich verhält. Und ob dann Touchscreen deaktiviert wird, dann ist es die KI. Und dann ist es Kabam. Wer macht es da? Kabam programmiert das, ihr Vollidioten, habe ich mal in einigen gesagt. Ey, Idioten, haben sich die Leute unterhalten. Wer programmiert die Scheiße? Dann schauen sie mich an und sagen, ja, die Mitarbeiter von Kabam. Und das heißt, wenn die da einen scheiß KI mit einprogrammiert haben, dass die KI unfair kämpfen kann, und zwar indem sie das Touchscreen deaktivieren, dann ist das Cheaten oder etwa nicht. Dann denkt der eine nach, denken die nach, und so eine Runde und so. Ja, der hat recht, das ist Betrug. Ja, klar. Und zufälligerweise war ein Rechtsanwalt da und er sagte, ganz juristisch und ganz konkret, zufälligerweise Spezialist für Gaming-Bereichen, also, laut Paragraph so und so und so hat der Andreas Super Edition recht. Das ist Hardcore-Cheaten. Tötet sie alle! Kebär mir Hurensöhne. Ich liebe das. Arschlöcher müsst ihr vernichten. Gewalt ist zwar keine Lösung, sagt man, aber bei Arschlöchern kann man auch jetzt drücken. Meint ihr, wie er um Bruce Lee sich oft geprügelt hat? Niemand kennt die wahre Geschichte, außer ich von Bruce Lee. Weil ich habe mich dafür interessiert und mit Leuten drüber gesprochen, die Bruce Lee kannten. Ja. Und da ich die Fähigkeit habe, mit Bruce Lee jetzt zu reden, weil ich Nahtoderfahrung hatte und Super Edition Kind wurde, hat mir das Bruce Lee selbst bestätigt. Und natürlich haben es auch die bestätigt, die zufälligerweise, mit denen ich geredet habe und Bruce Lee Schüler waren. Ja. Du musst knallhart sein bei einem Arschloch. Es geht nicht anders. Ja. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Habt ihr das gesehen? Jetzt sind wir gefickt.
Aber wir müssen den SK3 hier machen. Fuck! Fehler gemacht. Ich hasse das. Das sind Minisekunden. Wir müssen SK3 machen, das hat einen Grund, weil nur mit einem SK3 können wir richtig fett jetzt was bekommen. Das ist ein spezieller, glaube ich. Seht ihr das? Ja! Scheiße, scheiße! Ah! Scheiße! Scheiße! Wir sind am Arsch! Seht ihr, ich hab verloren. Nee, der will das nicht. Der will das nicht, der Wichser, Alter. So ein. Das ist so ein Wichser. Nee, keine Chance. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht wieder. Ich hab verloren, aber egal. Scheiß drauf. Ich hab's gewusst. Ne? Hätte ich einen Daumen gekriegt, aber keine Chance. Ne? Aber egal, ja, das ist sau schwierig, das ist sau schwierig. Ne? Vielleicht hätte ich die SK2 machen sollen, wäre besser gewesen, aber. Und deswegen, die Leute unterschätzen die Techniker. In der Verteidigung bei gewissen Buffs sind die Techniker richtig krass. Ne? Und jetzt kriege ich hier ganz genau den Bishop, weil er wird ja den nicht nehmen. Denn ja, sage ich doch, ne? Ja, ich bin schon erscheuert, ich weiß es aber. Eigentlich hätte ich, das war ein Fehler von mir, ich hätte eigentlich das nicht so machen sollen, aber ich kann mit dem Penny Park nicht so gut umgehen beim Kämpfen. Muss ich auch ehrlich gestehen. Weil die Penny Parker, das ist so, mit der zocke ich so selten, die mache ich immer in die Verteidigung rein. Ne? Eine Verteidigung ist gut. Ne? So. Der ist halt nicht immun, ne? Gegen Einerschung und dann ist er gleich tot. Glaub mir, das ist. Boom. Oh, das war nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Oh ja, oh ja, ja. Das war nicht schlecht. Ah! Es geht um alles, Leute. Jetzt oder nie, Motherfucker. Da müsste ich dich mitfiebern. Mitfiebern muss man können. Das war so knapp. Ja, das ist nicht einfach auszuweichen. Weil ich habe, weil es ausweichen, mein Bishop. Yes! Ja! Habe die Ehre. Sehr guter Kämpfer. Habe die Ehre. Ja, das ist ausweichen. Ein Fehler. 20 Tapferkeiten. Ihr macht einen Fehler, seid ihr sofort tot. Ja, aber wenn ihr das könnt, so, das ist so, bevor du so machst, so, und hier, und da müsst ihr. Oh, geil. Ich fieber immer mit. Ich mag das. So sollte es sein, dass man mit Spiel mitfiebert. Nicht so, so wie die anderen, die Elite-Kämpfe. Ich abonniert mich gar nicht mehr. Ich schau, ich habe sowieso 10 Millionen User und Geld ohne Ende. Ihr Schlampende, ihr Futzende. So, dann, die reden wirklich so und die denken auch so. Aber sie würden es nie so zeigen, die Huren sind, die Feiglinge sind. Nicht so wie ich. Ja, das sind alles Heuchler, glaubt mir. Alle nicht so wie ich. Und mich abonniert man halt nicht, weil von mir hat man Angst, sonst wäre ich längst berühmt. Wenn ich berühmt wäre, komme ich zu Gebellen. Geil. Ich liebe das einfach. Oh, geil. So, wir müssen noch 6 Kämpfe machen. 6 Kämpfe. Erstmal was zum Trinken holen. Oh, so, da sind wir wieder. Oh, ich vermisse das, die Leute zu ärgern und sich mit den Leuten anzulegen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Vor allem immer mit den Starken. Also es war so immer so geil. Immer die. Das ist halt bei mir so eine, durch den Unfall später eine Störung entstanden. Vermuten halt viele Ärzte. Ich war schon 20 Ärzte haben mich untersucht. Und Psychologen, Psychiater, Subbedischen Leute. Und dann haben die gesagt, naja, normalerweise ist es ja so,
dass man sich biegen lässt, dass man so ein Njim-Njim macht in der Sprache, so Satan, mein Schatz, ne? Die meisten Leute sind Schwächlinge und Arschlöcher und die biegen, die lassen sich halt biegen und so. Und ich habe das immer so gemacht, wenn ich die Möglichkeit hatte, das zu tun, vor allem, muss man auch sagen, nicht immer gab es die Möglichkeit. Aber weil zweimal hat es mich fast richtig weggehauen, ne? Also war ein bisschen zu krass der Kampf. Aber ich habe es immer so gemacht, wenn die Möglichkeit da war, dann habe ich mich immer mit den Stärkeren angelegt. Oh, das hat so ein Gaudi gemacht. So ein Spaß, ne? Da war ich im Büro, dann hat eine Facharbeiterin einen Fehler gemacht und ich war eigentlich da ein paar Monate. Und der Fehler war halt, von einem armen Menschen Geld wegzunehmen. Und ich habe die Frau zur Sau gemacht. Ja, und dann haben die mich natürlich rausgeschmissen. Aber es hat sich gelohnt. Ne? Der Mann hat seine 2000 Euro wiederbekommen. Ne? Hat mich gefragt, ob ich Bock habe, Anwalt zu werden. Und so, aber es war faul damals zum Lernen. Es war ein Fehler. Aber vielleicht wäre ich auch zu krasser Anwalt, weil ich würde mich dann so einsetzen, richtig so boxen für die Kunden, so, ne, für die Mandanten, so, puh, meine Funke, und ruhig da auch noch, so, wir machen sofort das Rückgängig, Herr Vorsitzender, pum, geil, einfach geil, die Gerechtigkeit muss man kämpfen, Leute, ja, ich liebe das, deswegen habe ich mich mal mit Lehrer angelegt, ich bereue, dass ich nicht so mutig war, er hätte mich zwar zusammengeschlagen, der Lehrer, aber ich denke, dann wäre mein Vater gekommen, weil ich war gerade mal in der dritten Klasse. Aber ich bereue es, dass ich nicht mutig genug war. Ne? Weil ich hätte mich mit dem Lehrer richtig anlegen sollen, richtig prügeln sollen, obwohl ich ein Drittklässler war. Ne? Aber ich habe mich angelegt mit ihm, weil er die Freunde von mir unterdrückt hat. Ne? Und ich mag sowas nicht. Sehe irgendjemand unterdrückt, dann ist vorbei. Dann ist bei mir so... so Tunnel, dann sage ich mir, nee, nicht so, mein Freund. Ja, ja, weil das Menschen, Kinder zu unterdrücken, geht gar nicht, ne? Wenn du dich als Lehrer nicht durchsetzen kannst, dann geh in ein Programm und lerne, wie das geht, ne? Gibt es aber heutzutage in Deutschland nicht, ne? Und dann diese ganzen Affigen, jetzt was machen sie, diese scheiß Affigen, verdammt. Ja, dann machen sie jetzt diese scheiß Sprache, Ländersprache, Schülerinnen, bla. Und ich habe das erfunden vor Millionen von Jahren und habe es nur getrennt gemacht. Ein Kumpel von mir sagt, oh Andi, du hast doch immer gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, und bei Schülerrat hast du immer gesagt, herzlich willkommen Schüler und Schülerin oder Schülerin oder Schüler, das hast du immer doch, die haben von dir das jetzt geklaut, die Arschlöcher. Dann habe ich gesagt, ja, siehst du, Bernie, ich habe das immer gesagt. Aber ich habe das nie gezwungen, dass die Leute da so reden wie ich. Ne? Ich habe gesagt, ja, und dann haben mich gefragt, Leute, ja, bist du verrückt, wieso? Ja, weil du sagst immer, herzlich willkommen Schülerinnen und Schüler. Und ich so, naja, es gibt auch weibliche Schüler. Ne? Und dann kannst du ja das wieder davor tun, weiblich. Ne? Weibliche Schüler, da kannst du nicht weibliche Schülerinnen. Ne? Dann könntest du auch machen, aber das war lustig. Aber oh, die Leute so gerne gegangen. Ja, aber ich habe das gesagt und ja, für mich war das normal, aber das war nicht aufgezwungen. Ich habe das von mir aus gemacht. Und das, was sie jetzt machen, ist aufzwingen. Ne? Deswegen werden die verrückt. Also ist alles scheiße. Aber wichtig ist, dass man die Lehrer einfach ärgert. Und das machen die Kids heutzutage, sind so schwach. Die sind so alle so brav. Ne? Ich bereue es, dass ich damals nicht auf Dominik gehört habe, der hat mich immer Polackenschwein genannt und wir haben uns zerstritten. Fast immer Polackenschwein, aber trotzdem, eins hat er recht. Man muss die Lehrer ärgern, das ist gesund, man muss zur Klasse halten, immer zu seinen zu den Klassenkameraden halten, ne? Und man muss sich immer gegen die Lehrer, weil das, dieses immer brav sein, das ist immer das, was Adolf Hitler haben wollte, wer hat mich gerufen, diese Gehorsamkeit, und die ist scheiße, weil durch diese Gehorsamkeit ist das entstanden, was Hitler dann gemacht hat, und diese ganzen diesen ganzen Scheiß ist entstanden, ne? Diese 12 Jahre, was Deutschland halt gemacht hat. Ne? Aber nicht alle Juden hat es erwischt, ne? Einige von uns Juden haben überlebt
Alle konnten es halt nicht killen. Und trotzdem, es ist halt eben, wie es ist. Man kann sagen, was man will. Oh scheiße, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ach, leck mich doch am Arsch. Nimm den da. Und trotzdem, muss man sagen, ist passiert und es ist vorbei. Ne? Das Leben geht weiter. Ja? Also eine ganz schlimme Sache für uns Juden. Ne? Wenn ich den Rebbe das anspreche, aber ich will mich nicht als Opfer begeben in dem Bereich, weil viele meiner... oh scheiße, habe ich einen Fehler gemacht, egal. Viele meiner Geschwister und Brüder, wie Juden sagen immer, Schwester und Brüder, die sind dann so, die begeben sich immer auf diese Opfer und ich hasse sowas, das ist Feigling, ich mag keine Feiglinge. Ne, du darfst Ängste haben, ne? Du darfst ein Feigling sein schon und Heuchler auch irgendwo, aber nicht so auf diese Art, dass man sich immer in diese Opferrolle schlägt. Deswegen, viele Juden, die mich dann kennenlernen, die hassen mich dann einige und sind dann nicht, halten sich nicht an den Kodex. Ne? Es ist, weil die einfach das nicht verstehen können, warum der sich nicht in dieser Opferrolle die rote Karte macht. Und ich mach das nicht, weil ich mag das nicht. Ne? Ich mag das einfach nicht. Ich will, dass der Bonhoeffer existiert. Ich will, dass er mir ins Gesicht hat, ins Gesicht sagt, zu mir, du scheiß Judenschwein. Ich will das, ich liebe das einfach. Ne? Weil dann weiß ich, wo ich dran bin. Ich will nicht, dass die Leute unterdrückt werden und so. Ne? Dass die Worte unterdrückt werden. Ne? Das will ich nicht. Ich will, dass die Leute... Ne? Vielleicht ist es daran halt, weil früher halt eben haben mich halt ab und zu mal einige Nazis halt auch erwischt und verprügelt. Und dann haben sie mich fast gekillt. Aber... Oh! Ah ja, okay, die Kampfdauer, das ist nicht so schlimm. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ne? Klar, ich habe mich nicht biegen lassen. Wenn da einer nicht zur Hilfe gekommen wäre, der auch ein Nazi war, aber halt vernünftiger, dann wäre ich tot gewesen. Ne? Weil dann hätte er mich da erstochen gehabt. Weil er wollte, dass ich sage, ja, komm, sag, dass du ein KZ-Kind bist und so und ein Niemann und bla bla bla. Und da habe ich gesagt, ich bin der ich bin. Und der ich immer war und immer sein werde. Und du kannst mich nicht biegen, du Motherfucker, Nazi. Dann gab's auf die Fresse. In die Magengrube und so weiter, im Rippen. Ja, aber das Kind ist mal schon sehr widerstandsfähig. Ja, es hat so Spaß gemacht einfach. Ich mag das einfach. Wenn sie nicht gewinnen können, dann hast du sie besiegt. Ja. Das ist wichtig. Nicht nachgeben, nicht aufgeben, immer kämpfen, bis zum Tod. Wenn du dich nicht biegen lässt, dann behältst du deine wahre Seele, ne? Deine Wahrheit. Nicht so, wie die meisten sich biegen lassen. Ja. Oh oh! Jupp, habe ich richtig gemacht, aber das gelingt mir nicht immer. Dann bin ich nicht gut genug. Seht ihr? Und boom, deswegen ist Silver Surfer richtig cool, ne? Oh, 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 oh. Oh, fuck! Scheiße! Ich bin verloren. Das war ein kleiner Fehler. Scheiße, das war... Ja! Ich hab verloren. Scheiße. Das war der, habt ihr es gesehen? Zu spät ausgewichen. Gefickt, deswegen nicht. Ich mag den nicht. Ich mag das nur mit diesem Verschwinden. Da habe ich ein kleiner Feigling. Manchmal muss man ein kleiner Feigling sein. Und da war ich aber so. Ich hätte dich blocken sollen, aber keine Chance. Aber normalerweise müsst ihr ausweichen. Die, die nicht euch im Block trifft, die verliert auch die Hälfte. Aber egal. So scheiße. Scheiße. So nah dran. Und dann ein kleiner Fehler. Ne? Aber das macht es halt eben bei Hobbygamer halt spannend, halt mir zuzugucken als bei den Elite-Spielern, weil die machen nie Fehler. Und das ist langweilig. Da weiß ich immer, gewinnt. Wozu schaue ich sowas? Ne? Das ist keine Spannung, da ist nichts. Das ist, wenn ich einen Film schaue und ich weiß schon, was passiert. Weil ich in die Zukunft sehen kann. Ne? Wozu brauche ich den Scheiß? Ja. Habe die Ehre, ja. Habe die Ehre. Gut gespielt. Ja, war besser wie ich, ne? Ne? Aber wenn ihr da einmal Punkte verliert, könnt ihr ja wieder zwei Punkte halt gewinnen, ne? Das ist ja nicht so wild.
Es ist so, so nah dran, ne? Und ich so, boah, das ist Timing. Die Timings sind halt hier schlimmer als bei dem, sind schlimmer, die Timings sind hier schlimmer als bei dem normalen, ne? Da habt ihr also andere Timings. Ich muss mal jemanden kriegen, der nicht so stark ist, aber sobald die Höhe steigt, kriegt ihr immer stärkere und Thronbrecher sind sehr gefährlich, weil die gefährlichsten sind deswegen Thronbrecher, weil die Pay-to-Win meistens machen. Wenn so ein oberer Thronbrecher ist und der macht Pay-to-Win, dann seid ihr gefickt. Ne? Okay, außer der ist jetzt kein Pay-to-Win, der ist fair. Ne? Also solche Kerle mag ich, das sind meine liebsten Spieler, weil die sind sehr faire Spieler und da muss man sagen, danke, dass es solche Leute gibt. Ne? Wobei ich da eher den Gallern wegnehme. Ne? Und das sind halt wirklich faire Spieler, okay? Das sind die Spieler, die man bei Pay-to-Win, die sollte man in eine extra Mad-Matching-Liste machen, weil die braucht kein Mensch. Ne? Pay-to-Win sind die so vom Gefühl ungefähr so ne? Voller Hass, lauter Arschlöcher im Endeffekt. Ne? Und die normalen Pay-to-Win sind in Ordnung. Aber die Pay-to-Win, meine ich, die super Hurensöhne und Arschlöcher sind, das sind natürlich die 50.000 Euro im Monat zahlen, ne? 100.000 Euro im Monat und sicher nur einkaufen. Ne? Und das, so wie Sentin, ne, dem ich mal geschrieben habe, dass er ein Arschloch ist. Der hat meinen Kommentar sofort gelöscht. Geil. Ich mag das mit dem starken Ärger, weil die Schwachsten sind. Die stark sind, sind die Schwächsten, weil sie Loot zu verdienen. Aber die schwach sind, das sind die Stärksten. Vor allem die gegen die Starken auflehnen, das sind die Allerstärksten. Weil sie dienen dem Zweck der Gerechtigkeit. Ne? Das ist. Wenn ihr die Tanach liest, dann werdet ihr super erdischen. Ne? Deswegen hasst man uns Juden. Die meisten Kollegen reden darüber gar nicht, weil die ganz genau wissen, dass das so ist. Wenn die darüber reden, dann die trauen sich nicht so, wie ich mit der Kippa zu laufen, wenn ich in die Synagoge gehe und so. Oder, ne? Die sind alle. Motherfucker, das sind alles. Ich hasse Feiglinge. Ich hasse das. Das ist in Ordnung, wenn du zum Beispiel Höhenangst hast. Ne? Das ist alles in Ordnung. Du kannst Höhen- und Fallangst haben. Aber wenn es dann um den wahren Kampf geht, da tun viele einen Rückzieher machen. Und dann und mit um Jumping springen und so oder aus dem Hubschrauber springen, das ist nothing. Damit, das ist idiotisch einfach. Damit rettest du niemanden. Ja? Also nein, du würdest irgendjemand wirklich retten, dann ist es okay, ne? Deswegen zum Beispiel Feuerwehrleute. Dann hatten wir euch das Thema in einer Gruppe, genau, wo war das? Ja, in der Gruppe von Infi. Und da haben wir halt eben drüber gesprochen. Und Feuerwehrleute sind für mich Helden. Das sind die Feuerwehrfrauen und die Feuerwehrmänner. Ne? Das sind für mich die Helden, weil die machen etwas, was die meisten sich nicht trauen würden. Ne? Weiß nicht, ob das der richtige Chin war, egal. Die tun ihr Leben riskieren, um andere zu retten. Nicht so wie der Tennisspieler oder der Schauspieler, ne? Außer Jackie Chan und die ihre eigenen Stunts machen. Aber trotzdem ist kein Held, weil das nur Helden vielleicht so. Der Held ist einfach der andere, der Leben rettet. Ne? Das sind keine Helden. Ne? Tapfer kann man sagen, sind ja, aber. Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner. Sind Helden für mich, Krankenschwesterinnen sind Helden für mich, ne? Weil die machen die Meisterarbeit, ne? Natürlich Ärzte gehören ja auch dazu, ne? Was sind so Helden? Ups, Bug? Ist das ein Cheater oder was? Mein Touchscreen ist deaktiviert, das geht nie ab. Oh, ich rede so viel will, denn ich habe jetzt leider ein Problem. Ich habe sie übersehen, dass das vielleicht ein Cheater ist. Vielleicht ist es ein Cheater, weil das ist meine Touchscreen-Steuerung deaktiviert. Das ist nicht normal. Das darf nicht sein. Ne? Oh, das war ein Fehler von mir. Okay. Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt habe ich verloren. Oh, das war's. Ja, ich habe keine Chance. Egal. Ja, vorhin war die mit der KI. Wenn die KI irgendwas macht, dann merke ich, dass das cheatet, aber da konnte ich jetzt auch nichts mehr machen.
Ja, vorher irgendwie nicht dieses Schwanken. Vorher schon, vor dem Schwanken, da hat er meine Steuerung wieder rausgehakt. Und das gefällt mir gar nicht, wenn das passiert. Ja. Ja. Wenn die Steuerung nicht funktioniert, das merkt man. Ein Laie merkt das meistens auch, aber der kann das nicht verstehen. Das ist jemand, der in Matrix geboren ist und außerhalb der Matrix einen Unterschied. Er sieht den Code. Deswegen tun viele Laien auch keine Tickets schreiben, weil sie nicht mal wissen, wie ein Ticket geschrieben werden kann. Ne? Aber das ist nicht so schlimm, wenn das System ab und zu mal schummelt. Ne? Weil das kann man drüber, ne? Da kann man sagen, okay, aber wenn es zu oft wäre wie früher, wo die Leute richtig gecheatet und gehackt hat, kann bei mir alles zugegeben, wie es war, dann ist das nicht mehr lustig. Ja. Wie gesagt, derjenige, der versteht das nicht, der normale Laie. Ne? Ich habe neulich einen Laie gefragt, was ist ein Ticket? Hä, was meinst du mit Ticket? Dann habe ich dann Videos gemacht und hat er sich das angeschaut und hat gesagt, ach so, wenn Fehler passieren, kann man das machen. Ja, das wusste ich ja gar nicht. Na, jetzt weißt du es dann. Und er so, ja, krass. Das macht man so. Und ich so, ja, okay. Ja, und wieso macht man das so? Weil man das macht. Und er so, ja, aber was ist das für ein Nutzen, wenn ich sowieso nichts machen und Arschlöcher sind, wie du sagst. Und es ist ja, wegen dir sind es ja Arschlöcher, weil du keine Tickets schreibst. Weil wenn niemand mehr Tickets schreibt, dann wissen die ja nicht, dass es Fehler gibt und dass sie Arschlöcher sind. Ne? Und du musst ja jemand sagen, jemand, der dich ärgert, musst du ja was dagegen tun. Wenn du sagst, es ist der Lehrerin oder du haust ihn aufs Maul, ne? Das ist die effektivste Methode. Ja. Mädels haben sich für beiden Haaren gezogen und dann gab es ein Mädel, das war nicht so. Und die hat Kampf. Die war super cool in der Schule für. Die hat Kampfsport. Die hat Bruce Lee gelernt gehabt. Also. Ich kann jetzt nur. Der Bruce Lee wirklich gelernt gehabt, diese Kung Fu Jiu-Jitsu, wenn man es ausspricht. Ups. Und. Die war richtig krass drauf. Oh, was ging hier ab jetzt? Zum Touchscreen-Steuerung wieder deaktivieren, das geht ja gar nicht. Auf jeden Fall war die richtig cool drauf. Die hat dann, wenn die eine die geärgert hat, also ein Mädel hat die dann geärgert, die hat dann einfach Folgendes gemacht: Du willst dich mit mir anlegen? Willst du das wirklich? Hat die dann niedergeboxt. Und dann haben dann ja, nur sehr geil, ist nicht so schlimm, wir haben vorhin besorgt. Dann haben die Jungs haben dann sich mit der angelegt. Das war auch lustig. Und dann haben die Jungs verprügelt. Das war so geil. Und die, es waren gerade die, die mich auch geärgert haben, da war ich auf deren Seite, auf der Seite des Mädels. Ne? Ich habe die nicht gemocht, die mochten sie mir auch nicht. Also die verprügelt. Nur leider, was macht man mit solchen Kindern, die gut sind und Arschlöcher verprügeln? Man zieht sie weg und in ein Heim. Ne? Und die ist halt dann woanders hingekommen. Schade eigentlich, ich hasse sowas. Ne? Weil solange die da war, und ich da waren wir wie in einem Film Kampfsport, ne? So, ich boxe den Arschloch weg, die mich Polackenschwein nennen, Judenschwein, KZ-Kind und ja, noch schlimmer nennen, so Gewalt, also richtige Gewalt, weil das nennen ist nicht so schlimm, schlimmer ist die körperliche Gewalt. Ja, aber egal, passiert ist passiert. Weg ist sie dann gewesen und ja, schade eigentlich. Die Guten erwischt es immer. Und immer sehen, die Welt geht deswegen nur zugrunde und kaputt, weil die Bösen halt die Welt regieren und weil die Dummbatzen meistens, weil Arschlöcher halt das zulassen. Und das sind meistens die Leute, die nicht für Gerechtigkeit kämpfen. So, jetzt sind wir eigentlich sehr oft gestorben. Ich sehe gerade, ich habe hier meinen Tee jetzt gemacht und der Akku, wie ihr gesehen habt, ist leer. Und mein Handy ist kaputt, das heißt, jetzt wird der Akku sehr schnell leer werden. Aber wir können das versuchen zu schaffen. Ich glaube, ne? Mein Akku geht vorher leer. Ja.
Ja, dann können wir den nehmen. Ja, jetzt habe ich sowieso verloren, jetzt kriege ich zu schlechte Champions. Das habe ich gesagt, das ist Glück. Gute Champions kriegen, wenn ihr schlechte Champions seid, ihr erledigt. Guillotine, nicht mein Domino würde ich nehmen und Penny Parker. Ich nehme Penny Parker und Domino. Ah, okay. Hat er nicht genommen. Verstehe. Ah, ich nehm Mord. Ah, das Akku ist sowieso gleich leer. Ja, keine Chance. Keine Chance. Quicksilver. Soll mein Quicksilver nehmen. Er nimmt sein Archangel, genau. Und ich nehme. Ich nehme Quicksilver. Mal schauen. Ich probiere was aus. Mal sehen, ob Quicksilver gut ist dafür. Eigentlich möchte man jemanden, der. Na, aber egal. Schauen wir mal. Ein bisschen zu viel Risiko gemacht. Vielleicht klappt es ja. Wäre schon geil, wenn es klappen würde. Ja! Zwar nicht gut abgeschlossen, aber nicht schlecht. Dafür, dass er das Hobby-Gamer. Ich bin ja nur Hobby-Gamer, ihr dürft nicht vergessen, ich bin ein reiner Hobby-Gamer. Ich spiele das nur sehr selten. Und nicht der Leadergeber und nicht der jeden Tag 10 Stunden zockt und damit Geld verdient. Ne? Mein Kanal, ich mache Videos aus Spaß, kann mal lachen oder weinen und ich kriege kein Geld dafür. Ne? Erst ab 1000 Abonnenten kann man überhaupt sich eintragen in dieses Partnerprogramm und ich mache das einfach nicht, weil ich bin der Einzige, der das Politische halt. Nicht mal Korrektness nicht sein muss. Ne? Deswegen, ihr könnt bei mir ein Uncut-Video immer bekommen. Und wenn 1000 Abonnenten sind, dann bekommt es weiter Uncut, weil ich keine Videos monetisieren, wie man so spricht, werde. Ne? Das mache ich nicht, weil da gibt es Richtlinien, um Geld zu bekommen. Und ich habe YouTube gesagt, fuck off, ihr Motherfucker. Und ich liebe es, den Leuten das zu sagen. Die sperren mich halt nicht. Ne? YouTube ist nicht so, wie man denkt, dass die böse sind und ihr dürft die Meinung nicht sagen, will, was andere große YouTuber sagen. Und das ist alles Bullshit. Ne? Und dann mit Patreon-Kohle machen. Das ist alles Bullshit. Das ist alles eine Lüge. Das sind alles Luzifianer, die ich gerne töten würde. Ich hasse nämlich Lügner und Luzifianer. Ne? Alle weg damit. Ne? Und das ist nicht wahr. Sondern es gibt halt ein gewisses Richtlinien und wenn man die Richtlinien nicht will, dann sagt Kerbam klipp und klar, ey, wenn du nicht nach diesen Heil-Hitler-Richtlinien gehst, dann kannst du knicken, dass wir da dir helfen. Ja. Und ich sag, fuck your YouTube, fickt euch in den Arsch und steckt euch in den Finger sonst irgendwo hin. Und dann sagen die, ja, okay, wenn du so bist, dann werden wir dir kein Kundengeld geben. Ich so, ja, Geld, ihr könnt mich nicht kaufen. Ja. Es gibt aber auch keine Fans, die jetzt zum Beispiel mir helfen würden, weil dann hätte ich ja vielleicht schon Vorteile. Aber mein Gott, so ist das halt eben. Ich bin ja auch nicht sauer auf die Leute, dass sie mir nicht helfen. Aber die meisten Menschen können es halt nicht. Ja. Sind halt nicht bereit, den Weg des Super Edition Andis zu gehen. Ja. Hier, jetzt müsst ihr aufpassen. Nein, nicht wie ich soll. Ich sage, aufpassen, macht den Fehler. Ich bin tot. Bin ich doof. Manchmal bin ich echt eine doofe Pappnase. Oh Mann, ich hasse sowas. Ne? Ja, ich sag aufpassen und macht den Fehler.
Nein! Ich hasse das. Ich hab zwar gegen dich verloren, aber ist mir scheißegal, du Wichser! Scheiß! Ja? Du hast gegen mich gewonnen. Super! Super! Ich sag ja! Keine Chance! Ich hasse diesen Kerl! Die haben nur noch 8% Akku! Ja, so, scheiß drauf! Scheiß drauf! Timeout! Ich hab trotzdem verloren, ihr Arschlöcher! Sag ich doch! Ich habe 8%, das reicht nicht aus, die Akkuleistung. Scheiße, ich habe so oder so verloren, weil das Handy geht gleich aus. Ja. Ah, nimm den Skorpion, egal welchen nimmt, ich habe sowieso verloren. Na komm, nimm doch irgendeinen an, du Arschloch. Nimm doch den scheiß Herkules, dann hast du mich besiegt. Im Weekend, gut, dann nimmst du Weekend. Dann nehme ich den hier, du Arsch. So. Scheiße, nur 8%. Muss man schnell machen jetzt so, weil sonst hängt sich das Handy auf. Scheiße ist das. Komm schon, komm schon, komm schon. Dachte ich mir schon, das ist Einäscherung. Das ist Einäscherung, ist richtig scheiße, weil die nicht immun ist. Ja, passt. Verloren, das war's. Sind wir wieder. Lange Rede, kurzer Sinn. Akkuleistung ist weg, 6%. Kann man sehen. Es war einfach kein Sinn mehr. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Akku wird wieder aufgeladen und sobald der Akku aufgeladen ist, wird wieder neu gezockt, ganz klar. Aber es kann halt ungefähr wieder 2 Stunden dauern, weil das Handy ist ja 2018 und es kann dauern und von daher, ja. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Gold R3 erreicht, Gold 2 kommt auch noch, das muss man immer Geduld haben. Man darf nicht vergessen, da sind sehr gute Spieler auch mit dabei. Die Cheater sind schon lange nicht mehr dabei, also muss man auch sagen. Klar, dass Gods of Rome besser ist, wir werden demnächst Gods of Rome zocken. Da mache ich eine Anleitung dafür, weil Marvel werde ich aufhören bald. Aber ein letztes Mal, wir waren ja Gold 2, wegen Kebams mitgeschickt sind wir nach unten. Aber ein letztes Mal will ich noch mit der Allianz dann nach oben kommen. Und dann halt danach halt suche ich eine Ablöse. Klar, man muss halt einen Anführer finden, der wirklich so krass drauf ist wie ich. Und ich glaube, da wird es halt keinen finden. Da hat mir schon der... Der Toni, ja, hat mir mein Mitglied hat mir gesagt, der Toni hat gesagt, ja, so wie dich gibt es ja keinen, ne, weltweit, ne, das sucht man vergebens, ne, deswegen machen sie ja nicht berühmt, stellt euch vor, wenn ich berühmt werden würde, meine Güte, ich würde die ganze Welt retten, die ganze Welt, ne? Ja. Ja, so, das wollte ich euch mal zeigen und zwar, was ich mache, wenn mir langweilig ist, dann tue ich meine Lieder filtern, weil neulich einige haben mich gefragt, was machst du da eigentlich, wenn du frei hast, weil bis die Umschulung beginnt, also das ist die Umschulung für meine Ausbildung, muss ich noch schauen, ob ich das oder das eine bekomme ich schon, schauen, ob ich das andere bekommen würde und da mache ich Filter, ne? Das heißt, ich lade mir legal auf YouTube, könnt ihr mittlerweile machen, coole Lieder runter und ich habe da meine Sammlung und ich tue meine Sammlung jetzt denken und da höre ich mir halt richtig fette Musik und da könnt ihr mal schauen, was ich so Sachen höre, da gibt es zum Beispiel so Bands, wo ich filtern muss und
Jetzt zum Beispiel, ne, wo ich derzeit dran, ich würde da den nicht zur Verfügung stellen, weil ich an sowas arbeite. Ich arbeite an sowas wie, also das ist derzeit nicht nur Filtern, ich arbeite sowas wie Musikbibliothek auf meiner Seite, da will ich euch Lieder vorstellen und halt eben, weil diese Lieder sind, wir gehen jetzt in eine Gesellschaft ein, wo die Luciferianer bald regieren werden. Und wenn das passiert, dann wird alles, was Hardcore ist, wie Rockmusik, Hardcore, wird entfernt. Ne? Weil die Luciferianer, die malen sich gegen Musikgerechtigkeit aus, ne? Aber die wollen alles verbieten, was Rap ist und Hardcore, Rock und Metal, das wollen die alles verbieten. Und die meisten Leute checken das nicht, weil die das nicht wie ich sehen. Den Kühn, den Kuck nicht sehen. Und wenn da sowas dann ist, dann diese Political Correctness Gesetze werden gemacht, dann gibt es keine Rockmusik mehr. Das wird aussterben, weil vor allem Hardcore-Rockmusik, ne? Die wird es dann nicht mehr geben. Schauen wir mal, was wir dann haben. Chemist Romance, das ist, glaube ich, die Band, coole Band. Ne? Es gibt noch. Oh ja, ich zeige euch das gleich in einem anderen Video. Ja, wir machen da ein spezielles Video, oder? Das machen wir ein spezielles Video. Ne? Oh ja.